Die Piraten fordern den fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV genannt, nicht zu verwechseln mit dem Versprechen eines kostenlosen ÖPNV. Ja, da gibt es einen Unterschied. Wir wissen, dass der fahrscheinlose ÖPNV in jeder Stadt oder Gemeinde von den EinwohnerInnen letztendlich finanziert wird. Ob nun über eine Umlage oder mit einem sonstigen Modell, egal. Warum fordern wir das? Der ÖPNV ist das Herzstück der Verkehrswende in den Städten. Ohne ihn wird das nichts mit unseren Klimazielen. Deshalb brauchen wir den Umstieg vom Auto auf klimagünstigere oder klimaneutrale Verkehrsmittel. Da ist der ÖPNV ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Verkehrsträger. Ja, auch das Fahrrad ist eine Alternative, aber viele Menschen können aus verschiedenen Gründen nicht Fahrrad fahren oder ihre Ziele sind mit diesem nicht in angemessener Zeit erreichbar. Das Elektroauto hingegen löst zwar ein Schadstoffproblem, aber nicht das allgemeine Verkehrsproblem. Warum nun fahrscheinloser ÖPNV? Uns geht es um Teilhabe an der Mobilität für alle, unabhängig von ihren finanziellen Mitteln. Und das kann nur solidarisch finanziert werden. Die Bremer Piraten haben das schon 2014 durchgerechnet. Sie kamen auf einen Betrag von 20 Euro im Monat pro Einwohner. Das wird sich nicht extrem geändert haben. Natürlich muss das neu berechnet werden. 20 Euro im Monat, das sogenannte 365-Euro-Ticket, kostet monatlich 30,41 Euro. Für die jetzigen Nutzer ändert sich da nicht viel. Menschen, die jetzt den ÖPNV noch nicht nutzen, müssen sich an den Kosten natürlich auch beteiligen. Das machen sie übrigens jetzt auch schon, sie merken es nur nicht. Denn trotz der horrenden Ticketpreise zahlen die Kommunen jährlich Millionenbeträge an die öffentlichen Verkehrsträger. Und wenn sie zahlen, werden sie den ÖPNV auch nutzen, sei es anfangs vielleicht auch nur aus Trotz. Am Ende wird es eine Win-Win-Situation für alle und auch für das Klima. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der ÖPNV in den Städten schnell weiter ausgebaut werden muss, in der Fläche und in der Taktung. Fahrscheinloser und gut ausgebauter ÖPNV ist ein Gewinn für uns alle. Also gehen wir es an. Dafür stehen wir als Piraten.